Soweit so gut. Ah, das ist das, was ich gesehen habe auf dem Bild, wo ich mir gesagt habe, da müssen wir mal hin. Was zum... Oh ne, das ist wieder so ein Fettsack, ne? Ja. Ja, wie hat denn das jetzt gemacht? Oh, die Kotze, Alter, ist so übel. Boah! Okay. Hab ich ganz vergessen, dass sie platzen. Das ist mal eine coole Animation. Endlich mal. So einfach so klack-klack. Und nicht einfach so direkt ins Inventar. Das ist geil. Das hätten sie mal viel öfter machen sollen. Das ist cool. So, jetzt gucken wir mal, wo der Dicke herkam. Der kam bestimmt hier aus dem... Nee, kann man nicht. Okay. Alles gut. Mal kurz gucken, wie viele Lebenspunkte. Achso, kann man gar nicht gucken diesmal. Pistolenmunition. Ist die Pistolenmunition die gleiche wie eine Maschinenpistolenmunition? Nee, ne? Ne, das sind zwei verschiedene. Sind wir langsam voll? Naja. Hast du eine Bombe? Okay, geht nicht. Gut, dann haben wir ja eigentlich alles, oder? Achso, das ist nur da wieder um dann einmal rum, zurück. Zurück. Okay. Dann auf zum Fahrstuhl. Mal schauen, was uns da unten erwartet. Sah ja echt gut aus. Mindestens einer von diesen, die mit dem Überbiss. Dann haben wir auf jeden Fall da einen noch platziert. So, kannst du jetzt mal bitte die Leiter nehmen? Nö, kann sie nicht, will sie nicht. So, kann ich hier vielleicht überbrücken? Sicherung fehlt. Sicherung. Hatten wir noch irgendwo eine Sicherung gesehen? Nee, ne? Nur hier, ne? Okay. Dann mal runter. Ah, hier sind wir wieder. Da ist ein Vierbeiner. Zu treffen ist immer ein Horror. Ja, sie haben am wenigsten Energie, sehe ich. Fressen ja nur mehr Schüsse als der Große hier gerade. Hör auf. Was ist das denn hier? Für uns ist es schon zu spät, aber wir sollten wissen. So wie Clark Artischotz im Monster gefressen wurde. Giovanni Finetti. Für sich Schuss nur noch. Das ist nicht viel. Bootsfahren auf dem Amazonas, okay.
So viel Pistolenmunition, aber nicht eine Pistole. Liebe Janet, wie geht es dir? Ich schätze, ich habe diesen Brief ein halbes Jahr gesehen. Jim. Ah, Jim Stockton, okay. Manchmal frage ich mich, warum man das machen kann. Das ist total sinnlos. Man guckt sich das an und da gibt es einfach nichts. Ich meine, wenn man sie jedenfalls anziehen könnte, aufblasen könnte, sich die Taschenlampe schnappen, irgendwas, die Batterie rausnehmen könnte oder so. Aber da kannst du einfach nichts machen mit. Da gehört auch eine Sicherung rein. Ach, hier sind wir. Okay. Die Sicherung haben wir rausgenommen. Wo haben wir die Sicherung nochmal reingesteckt? War das nicht hier eine Tür? Da vorne. Diesmal nicht. Okay. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Damit können wir doch arbeiten. Damit können wir arbeiten. Eine russische. Okay. Eine Makarov. Oder soll das so eine Art Walter sein? Bestimmt eine Makarov. Können wir uns die angucken? Ich würde sagen, eine Makarov. Könnte eine Makarov sein. Was steht denn in der Beschreibung? Eine kleine gewöhnliche Feuerkraft mit MPM-Pistole. Ja, könnte eine Makarov sein. Wir hätten jetzt packt uns was ans Bein. Nö, doch nicht. Okay, cool. So. Sicherung. Übrigens, warum noch ein Logikfehler gerade bemerkt? Wieso haben wir eigentlich als Frau die Erweiterung? Und wie man sieht, das könnte noch, glaube ich, locker bis unten gehen. Das heißt, es gibt noch bestimmt zwei Inventarserweiterungen. Oder vielleicht auf leicht Schwierigkeitsgrad. So. Wo sind wir denn jetzt? S2. Freizeitraum, da ist nichts los. Wartungsraum ist noch zum Speichern. Hier brauchen wir nichts. S2. Irgendwo in S2 ist er. Maschinenraum. Okay. Ja, wollen wir mal. Erwartet. Geil. 70 Schuss. Oh, endlich Resident Evil Musik. Endlich. Es hat ja nur bis zum Ende jetzt... Also wahrscheinlich ist das das Ende. Das
zum Ende gedauert, dass wir jetzt endlich mal Resident Evil Musik haben. Hat ja nur bis zum Ende gedauert. Schön, aber endlich mal Musik. Gefällt mir sehr gut. Wow. Ist ja Weihnachten gerade. Wieso ist denn hier wieder alles voll? Ah, spricht. Okay, bestimmt Endkampf. Wir können nicht speichern vorher. Schön nochmal alles neu machen. Oh naja, besser als nichts. So. Sind wir hier wieder? Ich frage mich immer noch, wofür die Münze ist. Gibt es ein neues Spiel Plus? Dann kommen wir ja mal kleiner. Oh oh, der will mich verarschen. Ich habe mich vor seinem Schatten erschrocken, okay. Oh gut, kurzer Zucker von dem Sch Oh, Alter, der ist ja richtig schnell. Was ist denn mit ihm, Alter? Ist das ein Berserker oder sowas? Der ist ja übel schnell. Mr. Kotzerich. Seit wann sind wir denn heute so schnell? Oh, er kann durch die Wand kotzen, es nervt. Das ist doch behindert, dass er durch die Wand kotzen kann. Was soll das? Schön Bomben. Die Steroide haben aufgehört. Eine Münze. Ich meine, sollen wir jetzt nochmal ganz zurücklaufen? So, jetzt mal ehrlich gefragt, sollen wir jetzt ganz zurücklaufen, um nochmal das alles in die Kiste zu legen, falls es ein neues Spiel Plus gibt oder was? Wie stark bin ich denn verletzt? Ich sehe das gar nicht. Verbesserte Munition. So, du kriegst jetzt sowas von den Arsch voll. Er ist fast tot. Da bin ich ja mal gespannt. Ethan. Hey, ich weiß. Ich werde dir nichts tun. Ich hätte es nie getan, wenn ich die Kontrolle gehabt hätte. Was meinst du damit? Ich bin kein Killer, Junge. Auch nicht Margaret. Oder mein Sohn Lucas. Oder unsere Zoe hier. Das Mädchen Evelyn. Sie steckt dahinter. Was zur Hölle ist sie? Was hat sie euch angetan? Sie hat uns mit ihrer Gabe infiziert. So nennt sie es.
Ich fand sie in einem gestrandeten Tanker im Bayou. Danach hat sich alles verändert. Sie hat euch infiziert und die Kontrolle übernommen? Nein. So einfach ist das nicht. Sie macht nur... Sie dringt in deinen Geist ein und deine Seele. Du kannst dich nicht wehren. Du bist mit ihr verbunden und hast einfach diesen Drang zu. Du bist danach ein anderer Mensch. Genau wie Mia. Also hat mir Mia die Nachricht wegen Evelyn geschickt. Ach, hör zu. Das Mädchen will nur eine eigene Familie haben. Sie ist der Schlüssel. Okay? Du musst sie finden und aufhalten. Ethan. Befrei meine Familie. Bitte. Hätten wir jetzt Zoe das Serum gegeben, würde vielleicht Mia jetzt da am Fenster rumstehen. Lass die Finger von ihm. Mal schauen. Warum? Er liebt dich nicht. Ich kann ihn dazu bringen. Tu ihm nicht weh. Dummchen, ich hab doch gesagt, ich werde ihm nicht wehtun. Wag es nicht. Oder was? Du bist nicht meine Mami. Erinnerst du dich? Tja, hättest du mal gesagt, wie wär's. Oh, Mia. Mia, wie? Wir haben keine Zeit. Du musst hier raus und sie finden. Hier, nimm das. Was? Was machst du? Was machst du da? Rette dein Leben. Du musst gehen. Ich kann mich ihr nicht mehr lange widersetzen. Nein. Los, bring das kleine Miststück um. Nein. Nein. Mia! Nein! Was zum... Wir haben sie geimpft. Sie kann nichts mehr machen. Also wenn sie tot sein sollte jetzt... Okay, weil wir gegen die kämpfen müssen. Wo zum Teufel bist du? Hoffe ich krieg die PP19 und so wieder. Toll, weißt du, da freut man sich. Ja, geil, endlich der Endkampf. Und dann hat man richtig viel Muni, um der Alten mal richtig in den Sack zu treten. Ich meine das so, wie ich es gesagt habe. Und... Dann stehst du wieder ohne alles da. Aber wir haben ihr das Serum gegeben. Sie kann nicht mehr infiziert werden. Warum war sie jetzt vom Gesicht her wieder infiziert? Okay. Wieso hat denn das Schiff einfach so einen seitlichen Ausgang? Oh, die Fische. Warum liegen denn hier so viele tote Fische? Wo alle gestrandet, hä? Wir sind außerhalb des Schiffs, aber warum gibt's denn da so eine Treppe? Ah, okay, ich sehe, was das ist. Alles klar. Nee, das ist der Steg. Alles klar. Nee, das ist okay. Ich habe nichts gesagt. Wieso liegen hier denn so viele Fische rum? Hubschrauber. Das ist ein Blackhawk. Oh. Was kommt jetzt in der Raffinerie? Da war sie noch bei Resident Evil 5. Da gab's. Ich hab grad eine Theorie, aber das sage ich noch nicht. Ah, so eine Ölpipeline. Tatsächlich. Eine Ölbohranlage. Gut, gut. Hoch will er nicht? Okay. Mir fällt auch gerade ein, wo ist eigentlich dieser Psychopath Lukas hin?
Stimmt, kommt er jetzt. Ja, geil. Nee, warte mal. Ist das nicht dieselbe Anzahl, die ich schon sowieso immer tragen konnte? Was? A, B... Rombi, Salzberg. Okay. Ein Salzbergwerk, okay. Okay, Hubschrauber. Was sieht diesen Hubschrauber aus? Alpha 1, hier ist Bravo 1, bitte kommen. Hier ist Alpha 1, Bericht, habt ihr was? Eine Durchsuchung des Baker-Anwesens hat keine Überlebenden ergeben. Ich wiederhole, keine Überlebenden. Wir fanden aber Hinweise auf einen Kampf. Evelyn? Negativ. Doch wir haben verschlüsselte Nachrichten vom Sohn der Bakers, Lucas, an einen unbekannten Dritten gefunden. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wer das war. Das ist großartig. Er soll im verlassenen Bergwerk südlich des Anwesens sein. Ich werde nachsehen. Roger, wir werden dich an den Koordinaten treffen. Wenn ihr Evelyn begegnet, lautet euer Befehl, sie zu eliminieren. Ich wiederhole, eliminiert sie. Alpha 1, Bravo 1? Stars oder was? Ship, Sumpf, Lab. Ah! Ah! Ah, guck mal. Ich kann die Magnum wieder kaufen. Aber ich glaube, ich habe immer noch nicht genug. Ah, guck mal. Geil. Her damit. Also, das ist eine relativ kraftvolle Pistole, die einen schlechten Zustand, aber dennoch zu brauchen. Okay. Gewöhnliche Feuerkraft. Nee, wollen wir nicht. Ja, geil. Mir fehlen Münzen. Es ist so ärgerlich. Mir fehlen Münzen. Oh Gott, Strecken, sorry. Eine G17 ist eine Standardpistole. Mhm. Na gut, wir sind in Amerika. Wahrscheinlich ist das wirklich der bei denen Standard. Überlebensmesser. Wir nehmen Tauchermesser. Tauchermesser hört sich gut an. Tja. Das ist auch dumm. Warum kann ich nicht einfach alle reintun? Bestimmt ziemlich am Anfang 3 Stück verpasst. Kann ich mir vorstellen, dass es bestimmt irgendwo am Anfang war. Kann ich irgendwo speichern? Ja. Gut, dann speichern wir. Okay. Ich nehme noch die Brandbomben mit, die müssen wir eher aufbrauchen. Ach ja. Was war das denn? Ah, Flammenwerfermunition. Was hier noch alles liegt, das habe ich ja. Alter, habe ich das gerade echt alles übersehen? Das gibt's ja nicht. 1800. Krass. Hm.
Na los, raus hier. 1892, okay. Komme ich denn da hin? Achso, da muss ich einfach nur raus, okay. Krass. Vierundvierziger Magnum-Mucke. Oh, toll. Ich nehme nochmal die Gewebeprobe, lege ich nochmal weg. Das ist nur Platzverschwendung. Geht nicht. Ich habe Unmengen an Munition. Man müsste irgendwie diese Pillen irgendwie besser, irgendwie verbessern können. Wollen wir mal.